Hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Portal Tagsorakel. Ja, du siehst, es geht Schlag auf Schlag. Wir hatten am 30. Oktober den letzten Portaltag. Es war 31. Oktober, Halloween Samhain. Dann gestern der 1. November. Und heute ist schon der 2. November. Und wir haben den ersten Portaltag von, ich glaube, etwa 6 Portaltagen jetzt im November. Schön über den gesamten Monat verteilt. Und es geht jetzt ratzfatz und das Jahr ist zu Ende. Und darum möchte ich an dieser Stelle für dich gerne nochmal ein bisschen die Jahresenergie von diesem Jahr, ja, schon fast ein bisschen Revue passieren lassen. Wir sind im Jahr von der Liebenden. Ja, von dieser unglaublich starke Liebe, die spürbar wird für viele Menschen, insbesondere auch für viele Männer. Ja, die vielleicht vorher noch nicht so den Zugang hatten zu diesen tiefen Liebesgefühlen. Und ich möchte dich fragen, ob du die Liebe hast können spüren in dieser Zeit. Ob du deinem Geliebten, deiner Geliebten, bist begegnet. Vielleicht auch deinem wahrhaftigen Partner, deiner wahrhaftigen Partnerin, dieser wahren Liebe. Und falls ja, was das in dir ausgelöst hat. Und falls nicht, ob du in einem Prozess hast können finden, wo du dich selber als der ewig Liebende von dir selber hast können erkennen, was sowieso das Allerwichtigste ist in diesen Prozessen. Es ist einfach so, dass durch die gesamte Veränderung, die wir durchlaufen haben, und das Leben ist ja stetige Veränderung, jetzt auch eine so eine starke Liebesenergie kann spürbar werden, die nochmal anfangen zu drücken an Schattenthemen. Weil, wenn die alten Schattenthemen, die Altlasten, nicht bereinigt sind, kann es auch nicht im Aussen zu diesen wahren Verbindungen kommen. Weil es ist nicht so, dass einfach das Universum schnippt und sagt, ja, hey, du hast jetzt deine Lebensliebe, deine Traummann, deine Traumfrau, was auch immer. Sondern um die Klarheit von dieser grossen Liebesenergie, vor allem auch hier, ja, das ist auch mit ganz starker tantrischer Energie verbunden, wo auch der Wunsch hat über das Sexuelle, ja, über die tantrische Liebe, die Innigkeit und Geborgenheit können zu erfahren, das geht erst, wenn die Altlasten aufgeräumt worden sind. Und wir hatten ja sehr einen sexualintensiven Oktober gehabt, wo ich finde, dass enorm viel, ja, gerade auch an den Schatten, an den Sexualschatten geschaffen worden ist. Ja, wo so viel Missbrauch betrieben wird, auch Selbstmissbrauch und auch sexuelle Eskapaden stattfinden oder stattgefunden haben, um die innere Läuterung einzuleiten, was bereits schon der Anfang ist, um wirklich in die grosse Magie von dieser tantrisch-spirituellen Liebe zu kommen. Die allumfassende Liebe von dieser Verschmelzung am Schluss über einen Partner, über die Partnerin mit dem Allganzen.
Und das ist etwas sehr Schönes. Aber das geht erst, wenn alles aufgeräumt ist im Leben. Da darf nichts mehr komisch, suspekt, toxisch oder in irgendeiner Form von einer niederen Energie geprägt sein. Ich kann dir sagen, solange das der Fall ist, wird sich das, was zusammengehört, nicht vereinigen können. Die Hindernisse werden nach wie vor blockierend auf dem Weg liegen und auch mit gutem Recht blockierend auf dem Weg liegen, weil Partner müssen gelütert sein und transformiert sein, um in die höhere Liebesenergie und Schwingung zu kommen. Und Tantra bzw. Tantrismus ist eine höhere Liebesschwingung. Ja, dort ist nichts mehr Niederes. Das ist absolut rein und in dem vollen Ausdruck von dieser Leidenschaft, aber auch von der Liebe. Beides. Und das ist unglaublich schön. Es ist sehr, sehr stark und klar auch in dem, was die Partner wollen, in grosser gegenseitiger Zugewandtheit und auch tiefer Nächstenliebe. Ja, die Liebe basiert schon auf einem Fundament von der Freundschaft und ist nicht nur, wie du es auch zum Neumond gesehen hast, reine Wollust. Ja, das ist mechanisch, wäre mechanisch und das darf es in keinster Weise sein. Dass jetzt aber im Zuge von diesen grossen Aufstiegsenergien und auch Transzendierungsprozessen eben genau die Mechanik nochmal angerührt wird, beim einen oder anderen, ist klar. Ja. Und insbesondere auch die Männer, die so schwer sich verliebt haben in diesem Jahr und in dieser Liebe nicht vorwärts kommen, die werden ja schon fast zu Schrumpfköpfen in diesen Konstellationen von dem Drang, ja, sich zu verbinden mit der Partnerin, aber das nicht zu können. Aber das zurückgehalten werden geschieht auch zu Recht, weil im Inneren die Baustellen vollständig aufgeräumt werden müssen, weil sonst kann die Vereinigung nicht in dieser Schönheit, in dieser Ganzheit im Aussen geschehen. Und das ist ein tief transformativer und auch tief spiritueller Prozess. Und er braucht Zeit. Er braucht Zeit, um mit all diesen Themen in die Tiefe zu gehen, in die Heilung zu gehen, in die Erkenntnis und ins Verständnis zu gehen und das auf allen Ebenen. Und es darf nicht oberflächlicher Art und Weise geschehen. In keinster Weise. Gut, ich nutze jetzt die Essenz. Ich habe vorhin gezogen und es ist nochmal Sternschnuppen nachgekommen. Interessant, oder? Und gebe mir die ins System. Und ich schmecke als erstes gerade so einen Duft von Orangenblüten, von Neroli und damit verbunden eine ganz tiefe Romantik. Es ist so, wie als würde sich so eine wunderschöne, das ist so schön, eine wunderschöne indische, romantische Nachtszene von den Liebenden eröffnen. Wow! Und der ganze Himmel ist eingetaucht in Tausende von Sternen und es ist so viel Romantik spürbar, so viel Sinnlichkeit, die da ist. Und eine unglaubliche Anziehungskraft, ja, das vibriert richtig. Also die Luft kannst du schon fast schneiden. So viel Liebe, Romantik, Sinnlichkeit ist in diesem Raum. Und es ist so explosiv, eruptiv und von einem ganz, ganz, ganz hohen Prickeln auch verbunden. Also man hält es schier fast nicht aus und gleichzeitig ist es wie ein Moment, wo die Zeit stehen bleibt. Für einen Moment. Tiefe Romantik. Ganz tiefe Romantik. Und
die Romantik ist so geprägt von so einer ganz opulenten, schweren Leidenschaft. Ja, das ist unglaubliche Tiefe in dieser Leidenschaft innen auch spürbar. Und einfach absolut höhere, höhere Sinnlichkeit. So wie du es vermutlich in deinem Leben noch gar nie gespürt hast. Ja, es ist absolut hochprickelnd, die Erotik, die da ist. Aber es findet keine Berührung statt im Äußeren. Und das muss auch nicht sein. Es geht auch darum, im Moment zu sein und das alles Wort zu nehmen, das alles zuzulassen und zu spüren, wie tiefsinnig Romantik kann sein, wie tiefsinnig Sinnlichkeit darf sein. Und was für eine Schwere. Ja, also wirklich, das ist so wie, wie als würde so ein Nebel kommen und als würde einem der Nebel so richtig die Sinne verdrehen. Ja, so eine ganz schwere Opulenz, die darin auch spürbar ist. Es ist wirklich auch wie eine Verführung von tausend und einer Nacht, die ich hier eindeutig spüren kann. Und darum ist es auch ganz, ganz wichtig, ganz gut zu spüren, wie echt ist das? Und gleichzeitig spüre ich auch mit Sternschnuppennacht, es hat mit einem Wunsch zu tun von dir, der möchte und wird in Erfüllung gehen. Wenn du weiter gewandelt bist, ja. Und es geht darum, dass jetzt an dieser Stelle, in dieser Zeit, ja, und die Zeit ist dehnbar, so lange wie nötig, für dich darf Licht ins Dunkel kommen, damit du lernst, all die Schwere, die Toxizität, die schlechten Verbindungen, die schlechten Situationen, wo du in deinem Leben aufrechterhaltest, kannst verwandeln, dass dein Bewusstsein erhöht wird, damit Wandlung kann geschehen. Das ist das eine, das Aufräumen von deinen inneren und äußeren Baustellen. Und das andere ist, gleichwohl, dass du darfst, deine Sehnsucht als einen Fixierungspunkt halten, für deine Zukunft, dass das, was du dir wünschst, wahrlicher Art, die spirituelle Liebe, die hochsinnliche Liebe, dass sich das für dich darf und wird erfüllen in diesem Mass, in diesem Rahmen, mit dem Mensch, wie es für dich gut und richtig und auch bestimmt wird sein. Doch zuerst ist wirklich das Heilen von dieser inneren Dunkelheit, von diesem Trübsinn und Trübsal, von diesen zurückgehaltenen Schmerzen und Angst vor Schmerzen angesagt. Und auch wirklich das zu Ende zu bringen, was muss zu Ende gebracht werden. Und zwar in Ehrlichkeit mit und zu dir, in Aufrichtigkeit zu deinem Wesen Mensch, für dass du eben genau kannst in die höhere Schwingung, in die so grosse Sehnsucht und in den so grossen Wunsch von dieser tantrischen Liebe auch darfst einsteigen. Wow, das ist krass. Ganz intensiv ist das. Also das ist extrem. Und du spürst das jetzt in dem Moment, dass du die Schattenseite von dieser Liebe spürst. Ja, indem du Wollust spürst, indem du niedere Sexualenergien spürst, niedere Beziehungen führst, die im Aussen
eine Fassade oder Etikette aufrechterhalten werden, aber wo nicht dem Wunschkonzept von dir entspricht, wie du und deine Seele, ja, es ist vor allem deine Seele, in der Zukunft mit dir noch Liebe manifestieren. Das ist etwas ganz anderes. Und das dämmert jetzt. Und es ist gut, dass es dämmert. Und es wird noch weiter dämmern und es muss noch weiter aufgeräumt werden, damit du kannst in die heiligen Energien vom Tantrismus noch weiter eingeführt werden. Mit wem auch immer du das in der Zukunft wirst praktizieren. Vielleicht sind das ja auch mehrere Partner, das weiß man nicht. Gell, erlauben wir das mal. Das mal ganz frei aufzutun, weil ja, du weißt ja, wie das Leben ist. Ich spüre gerade bei der einen oder anderen löscht es jetzt gerade ab. Aber weißt du, leider kommen wir nicht ganz drum herum, auch noch im einen oder anderen Bereich nochmal mit jemand anderem einen Lernschritt müssen zu machen. Und ich spüre gerade, wenn ich das sage, da kommt gerade so ein Widerstand, so, nein, das will ich nicht, ich will mit dem oder mit der. Weil die Liebe so stark ist, gell? Ja. Lass auf dich zukommen, was zu dir möchte kommen. Und transformiere deine Gegenwart, um aufzuräumen. Und zwar richtig. An allen Stellen. Und alle Schubladen, die noch nicht aufgemacht worden sind, auch aus Angst, aus deiner eigenen Angstvermeidung. Das geht nicht mehr. Das geht ab jetzt nicht mehr. Das muss geöffnet werden für eine nachhaltige Transformation und auch Heilung. Weil du bekommst das nur, wenn du richtig heilst, wenn du richtig transformierst. So, und jetzt schauen wir hier in die Karten rein. Nein, das glaube ich auch nicht. Wir haben schon wieder den König der Schwerter. Das glaube ich ja nicht. Den haben wir doch schon das letzte Mal gehabt. Und ich ziehe immer nur eine Tarotkarte. Hey, es geht für dich darum, wenn du der König der Schwerter bist und du kannst auch als Frau der König der Schwerter sein, deine Ängste, deine Dunkelheit, deine Zweifel, deine Sorgen, deine Nöte loszulassen. Du hast immer noch das Gefühl, du könntest mit dem Kopf Liebe praktizieren. Du hast auch immer noch das Gefühl, du könntest mit dem Kopf Sexualität praktizieren. Erklär mir das bitte mal. Das alles, Schatz Gottes, funktioniert nicht mehr. Wir haben hier mit dem Schwertkönig eine unterkühlte Energie. Das geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Weil schau, auf der Unterseite, und jetzt habt ihr fest am Stuhl, wartet das auf dich. Schon wieder die Liebenden. Und das ist eine ganz warme Energie. Und was ich hier ganz klar sehe für dich ist, das ist ein göttlich geführtes Paar. Ja, das ist eine göttliche Bestimmung, die hier dahinter ist. Du wirst zusammengeführt werden mit deinem wahrhaftigen Partner. Geduld. Und so lange räumst du auf. Ja, schau hier. Vier von den Stäben. Du wirst, wenn du Frau bist, wird man dir noch den Hof machen. Oder umgekehrt, ja? Also das ist, du wirst hier in Empfang genommen werden. Auf jeden Fall, 100%. Ja? Und das Rad vom Schicksal wird sich für dich weiterdrehen. Auf jeden Fall. Und es werden noch ganz viele Informationen zu dir kommen und Botschaften und aber auch Energien von der geistigen Welt, die dich anstossen, um vorwärts zu gehen. Und sämtliche Unterdrückung oder auch das Wegmogeln, Wegstellen, ja, nicht auf das eingehen, was dir das Leben gibt, muss aufhören. Es muss aufhören, weil sonst kannst du das Ziel hier nicht erreichen. Ja? Und du wirst dich lernen, darauf einzulassen, auf das,
was für dich bestimmt ist. Weil es ist dein Schicksal. Und dein Schicksal meint es gut mit dir. Aber wie kannst du dir das, was dein Schicksal ist, in diesen vollen Zügen geniessen können? In dieser Totalität, in diesem vollen Aufblühen? Ja, ich nehme die Karte hier auch nochmal gerade dazu. In dieser absoluten Liebe und dieser so tiefen Romantik geniessen können, wenn du es nicht in dir innen selber aufräumst. Also das heisst, es braucht auch noch weitere Öffnungsprozesse in dir. Ja, das ist absolut wichtig. Wir haben hier mit dem König der Schwerter eine unterkühlte Energie, eine unterkühlte männliche Energie. Und die kommt schon wieder. Wir haben sie schon im letzten Portaltagsorakel gehabt. Und sie zeigt sich jetzt schon wieder an dieser Stelle. Und das ist kein Zufall. Ja, ich ziehe genau eine Karte. Im Tarot-Deck hat es 78 Karten, in diesem Deck hat es 79 Karten. Ja, also das ist eindeutig. Es geht um männliche Energien, die zu kopflastig sind, die unterkühlt sind, wo jetzt allmählich erst eine Dämmerung stattfindet. Du siehst ja hinten dran, bei ihm ist alles erleuchtet, es kommt so die Wärme rein. Aber die Kälte, vielleicht auch die zu engen Konzepte, wie Liebe gelebt wird, wie Liebe ausgedrückt wird. Ja, und es darf nicht schüch ausgedrückt werden. Es wird in die ganze Totalität kommen, es wird in den ganzen Ausdruck kommen, auch über das Wort, über Zuneigung, über Berührungen. Ja, das darf in keinster Weise unterkühlt oder distanziert sein oder in irgendeiner Form mechanisch. Ja, das darf es nicht sein. Und das alles möchte gewandelt werden. Und die ganze Einsamkeit, die Trauer, die Ängste, die du in dir innen hast, das sind Themen, die du in dieser Situation, an dieser Stelle, nochmal für dich, aus deiner eigenen Tiefe, darfst anschauen und darfst heilen. Ich spüre schon wieder Verlustängste, die hier mit im Kontext sind, gegenüber deiner Partnerin, deinem Partner, wo immer du stehst, wo all die Themen sind von dir, die noch nicht geheilt sind, die aus deiner Vergangenheit kommen, die jetzt möchte ans Tageslicht kommen, mit allem Schmerz, mit aller Schwere, mit aller Not, dass du das kannst wandeln und heilen. Und wenn du das geheilt hast und gewandelt hast, dann ist es entweder, wie ich es auch schon gesagt habe, wie es auch in der Kollektivrückführung dir mitgeteilt worden ist, wirst du das können erleben, entweder mit dem Partner, mit dieser Partnerin hier, die für dich jetzt relevant ist, oder das Band wird sich lösen, auflösen und du wirst erkennen, ah, das war für mich nur ein Lernpartner, eine Lernpartnerin gewesen, im Zuge von meinem eigenen Transformations- und Transzendierungsprozess und du wirst sie oder ihn können locker loslassen. Auch wenn du jetzt vielleicht gerade wieder sagst, nein, ich will das aber nicht. Aber die Antwort oder der Widerstand, der hier produziert wird, ist ja nichts anderes als eben deine alte Verlustangst, weil du das noch nicht geheilt hast. Wenn es für dich bestimmt ist, um mit dieser Person weiterzugehen, dann wird sich das auch zeigen. Ja, dann wird der Weg frei sein, es wird sich leicht anfühlen, du wirst nicht mehr sterben. Ja, wenn du merkst, oh, ich komme nicht an sie her oder ich komme nicht an ihn her, vor lauter Angst, sondern der Weg wird sich öffnen. Ja. Und die Verlustangst ist geheilt und du wirst näher können an die Person, an den Partner kommen. Ja? Oder das Ding wird sich erledigt haben und du wirst merken, ja, nein, die Person ist eigentlich nicht so wichtig in meinem Leben. Ja, es hat sich erledigt. Es hat sich erledigt, es hat sich durchgelaufen, das war es gewesen. Ja? Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Weil gell, wir kommen meistens in unserem Leben der ein oder andere Partner nochmal über, um zu lernen, um die Aufgaben von Liebe, Beziehung, Partnerschaft, Sexualität im ganzen Rahmen richtig zu verstehen, um zu lernen. Und leider, das ist auch etwas, was ich dir sagen muss, geht es nicht schmerzfrei. Und manchmal ist es auch noch so, dass wir normal einen Schlag bekommen, je nachdem, wo wirklich auch recht schmerzhaft und heftig kann sein und auch ausfallen, für das wir ganz, aber wirklich ganz verbindlich mit uns in eine Klausur gehen, in die Eremitage gehen, um die letzten Wunden, die noch nicht verheilt sind in unserem System, ganz sorgfältig, ja, in aller Stille, in totalem Gewahrsein, um die Person, die wir sind, mit Nachdruck anzuschauen und das absolut zu befreien. Ja, weil
Der König der Schwerter, das ist nicht einer, wo wir auf so eine Energie loslassen können. Das geht einfach nicht. Das ist noch die niedere Energie. Das geht nicht. Das geht nicht. Ja? Und dann ist es auch nicht verwunderlich, dass es im Äußeren Blockaden gibt, Hindernisse gibt, Hemmnisse gibt, andere wichtige Situationen gibt, die erschaffen werden, die vom Leben selber erschaffen werden, dass du dich kannst vorbereiten auf die grosse Vereinigung. Ja? Und es ist auch ganz klar, dass unreine Energie oder nicht gelüterte Energie sich nicht einlassen mit Energien oder Menschen, die bereits schon gelütert sind. Das ist auch ganz klar. Ja? Weil das ist unattraktiv für einen Partner, der gelütert ist. Und so eine Beziehung wird nie zustande kommen. Ja? Der einzige Weg von der Transformation und von der Heilung lautet Selbstheilung. Selbsttransformation und auch mit dem Aufstieg von der Erde, die jetzt auch ansteigt, können mitzugehen. Und weißt, das Jahr 2022, das Jahr der Liebenden, hat natürlich ganz klar auch den Wunsch, die neuen Partnerschaften von der neuen Zeit auszubilden. Aber, ja, und da ist wirklich mein grosser, dicker, fetter Aber, das geht nur, wenn beide Partner transformiert sind. Sonst geht es nicht. Weil die wollen dann Hand in Hand zusammen die Welt verändern. Ja? Die wollen zusammen auf ihre Mission gehen. Die wollen zusammen ihre Mission auch leben. Hand in Hand. Als Liebespartner, als Beziehungspartner, aber auch im Beruf. Ja? Oder auf ihrer Mission, sagen wir es mal so, auf ihrer spirituellen Mission, was natürlich auch ihre berufliche Mission wird sein, dass sie die ganz grossen neuen Partnerschaften von der neuen Zeit, die dann auch einen Einfluss haben, einen führenden Einfluss werden haben auf andere Menschen im Zuge von der weiteren Transformation von der Menschheit. Ja? Und mit dieser Energie geht das nicht, weil das ist eine intellektuelle, analytische, linear denkende, unterkühlte, zugeknöpfte Energie. Das geht nicht. Punkt. Ja? Und da muss grundsätzlicher Art eine Öffnung stattfinden, vor allem am Herz, Herzöffnung, Herzheilung, dass da wirklich das Herz geflutet wird mit der Liebe und dass die Altlasten können heilen können, die müssen in die Heilung kommen. Gut, wir schauen weiter. Ozeana. Handle. Du bist in dieser Situation in Kontakt mit deiner Wahrheit. Vertraue deinem Bauchgefühl und behaupte dich auf liebevolle Weise. Ja, was soll ich noch sagen? Das ist eine Zusammenfassung von dem, was ich vorhin gerade gesagt habe. Ich habe das Gefühl, du hast ein gutes Bauchgefühl. Du hast ganz ein gutes Bauchgefühl. Du spürst es richtig. Ja, du musst es nur noch umsetzen. Und vielleicht weißt du noch nicht so recht, wie du es umsetzen sollst. Vielleicht bist du auch noch nicht mit diesen Menschen in Kontakt gekommen, die dir helfen können, dass du die kalte Energie, die kalte Zone, ich meine, das ist wirklich abgestorben, das abgestorbene Material kannst entfernen und loslassen. Da braucht es noch Heilung. Ja? Und es braucht eventuell auch in deinem Fall das eine oder andere Coaching, das eine oder andere Heilen, das eine oder andere was auch immer. Und ich sage dir eins, da, die Liebespartner, deine Liebespartnerin ist nicht deine Heilerin, ist nicht die Heiler, ist nicht die Arzt, ist nicht deine Ärztin, ist nicht die Therapeut, etc., etc. und ist schon gar nicht deine Mami oder deine Papi. Ja? Versuch das nicht dort über diesen Weg zu machen. Du wirst es sabotieren und die ganze Beziehung oder die ganze Verbindung wird in die Brüche gehen. Ja? Das kann ich dir jetzt schon voraussagen. Und es ist auch nicht für das bestimmt. Das, was du musst machen, ist zu erkennen, was bei dir noch in die Heilung möchte gehen und dort, ja, mit diesen Themen dir gegebenenfalls auch noch Hilfe zu holen, aussen, im Aussen, um das aufzuräumen. Und dann kommt es gut. Die Zahnräder müssen jetzt richtig greifen, für dass du wirklich kannst in die Heilung gehen kannst. Ja? Ganz wichtig. Ganz wichtig. Schau, und dann ist das, was passiert, nicht anders als das hier, Four of Wands. Das heisst, deine Geliebte, ja, die Geliebte, sie wird in dein Leben retten. Und es wird ganz einfach gehen. Du wirst sie hier ab dem Ross nehmen. Beziehungsweise er wird deinen Weg kreuzen, je nachdem, was für dich angesagt ist. Und das ist aber auch schicksalhaft für dich bestimmt. Ja? Also mach dir keine Sorgen. Aber es gibt hier ein wichtiges und gutes Sprichwort, das heisst, hilf dir selber, dann hilft dir auch Gott.
Ja, also der Initiativstoß kommt von dir und dann kommt Aktivierungsenergie zusätzlicher Art vom Universum. Und das sieht man auch hier sehr gut, dass die Aktivierungsenergie wird kommen mit der Acht von der Stäbe. Ja, die Einhornherde ist hier bereits schon auf dem Weg und will die einfach auch pushen. Sie will die pushen dorthin gehen, dass du eben hier die niederen Gefilde verlierst von diesen sieben von den Schwertern. Das ist ja wirklich einfach die Loser-Energie. Das können wir einfach auch ganz klar sagen. Das ist genau die Energie von Menschen, die ständig und ewig und immer in ihrem Leben unverbindlich sind, die nicht auf andere Menschen eingehen können, die nicht einen Kontakt halten können, geschweige denn einen Kontakt herstellen, die es nicht schaffen, Verbindung zu machen. Ja? Und das alles muss raus. Ja? Die Zweifel, die hier sind in diesem Moment, die sind kopfbetont, es kommt aus einer Kopfenergie heraus, wo irgendwelche Strategien durchgedacht werden oder durchgeplant werden in Bezug auf eine mögliche Verbindung im Aussen. Das ist falsch. Das kann später stattfinden. Wenn du innerlich geheilt bist, werden sich die Wege von allein wieder fügen. Du musst nichts mehr machen. Ja? Das kommt von allein, wenn es für dich bestimmt ist. Und wenn es nicht für dich bestimmt ist, dann ist es eine Lernaufgabe, ein Lernpartner, eine Lernpartnerin, um dir zu helfen und dich zu reflektieren, dass du mit deinen Themen, die ja ohnehin hätten in die Heilung kommen müssen, eben in die Transformation hast gehen können. Ja? Und dann kannst du sagen, danke Universum, habe ich das Geschenk bekommen, um mich zu erkennen. Und dann wird das aber für dich im Äußeren auch nicht mehr so relevant sein. Ja? Mit diesem Menschen. Weil das hat sich erledigt. Die Aufgabe hat sich erledigt. Du hast sie erfüllt. Gut, ich schaue jetzt hier noch. Ich habe noch eine Zeitkarte gezogen. Ich weiß nicht warum. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich müsste noch eine Zeitkarte für dich ziehen. Und da ist die Sternzeit Stier gekommen. 21. April bis 20. Mai. Und wenn die Sternzeit vom Stier kommt, dann habe ich ein bisschen das Gefühl, es geht auch um das Thema Selbstwert. Ganz wichtiges Thema in dieser Zeit, ganz wichtiges Thema in diesem Kontext, aber auch um das Thema Selbstliebe, dass du gut zu dir schaust. Also es bedarf hier auch noch einem sehr liebevollen Zuwenden dir selber gegenüber bezüglich deiner inneren Themen, die heilen möchten. Und der Stier hilft dir hier, dass du kannst in die Veredelung kommen, ja, in die Veredelung von deiner eigenen Energie. Das hier ist keine edle Energie, wenn es in Bezug auf Liebe geht. Weil zum Stier gehört auch, und das ist jetzt wichtig für dich zu wissen, gehört auch die Herrscherin. Ja? Die Herrscherin vom Tarot. Mal schauen, ob ich sie gerade schnell finde, hier in diesem Deck. Und die Herrscherin im Tarot ist natürlich der Superlativ an weiblicher Energie. Gell? Das ist die Frau, die sich gewandelt hat, die in ihrem Leben steht, klar, eindeutig, prominent, machtvoll, ohne Selbstzweifel, ohne Angst. Was nicht heisst, dass man frei von Angst ist immer, das meine ich mit dem nicht. Aber es ist ein grosses, gutes Selbstbewusstsein vorhanden, da haben wir sie. Ja, absolut wunderschön, wunderprächtig in ihrer Energie, üppig. Ja, da ist sie schwanger dargestellt, was natürlich voll für ihre weibliche Energie auch steht. Und somit auch für dich eine fruchtbare Zeit möchte ich zeigen, dass du ins Wachstum kommst mit deinen Themen. Ja? Und zwar in ein gutes Wachstum, in ein richtiges, transformatives Wachstum. Und du weißt, ja, dass diese Verbindung, wenn es eine Verbindung geben sollte, dass das nur eine Verbindung kann sein kann zwischen Herrscherin und Herrscher. Und sicher nicht zwischen dem Schwertkönig und der Herrscherin. Das geht nicht. Ja? Weil das ist ja wirklich so wie eine Mutter-Sohn-Verbindung oder Vater-Tochter-Verbindung und solche Verbindungen sind in jedem Fall unattraktiv und die werden früher oder später scheitern. Zur Herrscherin gehört einfach der Herrscher. Das ist ganz klar, weil die Energie hat den Anspruch darauf, ein ebenbürtiges, gleich starkes Pendant auch können und wollen zu bekommen. Ja, geistiger Art, emotionaler Art, aber auch spiritueller Art, ja. Und wenn es nicht in diesen Bereichen vollständig vorhanden ist, werden die Verbindungen gar nicht erst eingegangen. Weil das ist so ein bisschen wie, die sagen dann, ja, nein, also hey, mit so einem Typ, also mit dem, nein, also mit dem möchte ich mich lieber nicht umärgern. Der ist noch nicht so weit, der muss noch ein bisschen wachsen. Ja, und der Herrscher ist das. Er ist der gewachsene Typ. Er ist
der Schwertkönig, er ist der Kelchkönig, er ist der Münzkönig und er ist auch der Stabkönig. Er hat all die Energien in sich vereinigt und kann natürlich somit auch der Kelch der Herrscherin kredenzen. Anders geht es nicht. Anders geht es nicht. Ja? Und es wird auch keine Verbindung können geben zwischen Mutter und Sohn oder zwischen Herrscherin und König von der Schwerter. Das geht einfach nicht. Das ist einfach die Energieunterschiede und auch die persönlichen Unterschiede, die sind viel zu gross, als dass sie irgendwie könnten, in eine sinnvolle Verbindung kommen. Ja? Es ist jetzt spannend, ich habe das ganze Deck noch durchgeblättert und jetzt liegt hier auf der Unterseite noch der Hierophant. Also das zeigt mir auch, dass die Verbindung, was auch immer das ist für dich, es geht auch nur um dich und um dein persönliches Wachstum. Aber für mich ist der Hierophant auch das Zeichen der Hochzeit. Also das heisst, die Verbindung ist geistig geführt, sie wird geistig gelenkt, auch von den höheren Mächten hier oben. Und sie dient natürlich wirklich auch in erster Linie, und das ist immer so, dir. Nur dir allein, um können zu wachsen, um dich können zu erkennen, um dich können zu transformieren. Und als ein Resultat von dieser Verbindung kann es sein, dass du dann über die Regenbogenbrücke wirst gehen können, dass du all deine Wünsche und deine Sehnsüchte wirst erfüllt bekommen und da in die absolute pure Liebe, ja, in die grosse Familienliebe, die ja auch so ein grosser Wunsch von dir ist, wirst du eintreten, ja, und zwar bedingungslos. Und das kann auch sein, dass da nochmal Kinder kommen, gell? Weil die Liebe, die ist so stark, die ich hier spüre. Und auch sehr rein. Und schau hier. Und dann ist es logisch, dann verwandelst du dich hier zum König der Kelche. Das ist auch klar, weil du bist dann angekommen in diesem wunderschönen Lotusteich von dieser bedingungslosen Liebe, von dieser grossartigen tantrischen Liebe auch. Und bei so viel Liebessexualenergie ist es ja dann auch nicht verwunderlich, dass da noch vielleicht das eine oder andere Baby möchte kommen. Wir wissen es nicht. Das steht in den Sternen. Das kann uns einzig und allein vielleicht irgendwann später noch Sternschnuppennacht sagen, aber ich spüre einfach ganz, ganz starkes sexuelles Begehren, leidenschaftlicher Art. Und wenn natürlich die beiden Partner so intensiv zusammen sind, in dieser Intimität auch zusammen sind, das ist schon fast klar, was daraus entsteht. Oder? Aber wenn du das nicht willst, ist es auch wichtig, dass du schaust, dass du das kannst, sinnvoll verhüten. Gell? Sinnvoll verhüten. Gut, und schau hier auf der Unterseite vom Deck ist noch eine andere Information. Es geschieht noch in diesem Jahr. Da habe ich auch das Gefühl, es geht ein bisschen für dich darum, dass die relevante Verbindung, wenn es für dich wirklich eine Lebensverbindung wird sein, am Schluss, dass die Verbindung in diesem Jahr geknüpft worden ist. Ja. Gut, in diesem Sinn wünsche ich dir heute einen ganz positiven, erhellenden Portaltag. Ich glaube, es ist klar, was du für Hausaufgaben hast. Es gibt auch noch ein paar Hausaufgaben zu machen. Es gibt auch noch ein paar Prüfungen zu meistern. Aber du schaffst das. Ja, du hast ja schon viele Prüfungen in deinem Leben gemeistert, so wie wir alle das gemacht haben. Und in diesem Sinne alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao!